Eine Frage: Massagen im Bett geben. Das ist natürlich eine interessante Geschichte, weil es gibt unter den Ersthelfern immer den Scherz, dass man niemanden im Bett reanimieren kann, weil man durch Ja, die Herzdruckmassage die durchdrückt. Matratze Herzdruck massiert und die braucht in der Regel keine. Also insofern, das Bett ist eine schwierige Frage. Aber an den Profi hier nochmal die Frage. Tatsächlich, ich habe wirklich mal einen Fall gehabt. Ja, einen Fall, okay. Einen Fall, Okay. wo der aus meiner Privatzeit noch, Ja. da war ich wirklich bei einem Kunden gewesen, der wollte halt nicht auf meine Liege, obwohl es eigentlich eine Top-Liege ist, also jeder andere Kunde war damit Ja, zufrieden, ja. aber er wollte sie wirklich bei sich, also nicht wirklich im Bett, das war eher so ein Gästedings, auch nicht wirklich, ja, es waren so zwei Matratzen übereinander, also eigentlich eher so eine Bodenmatratze. Möglich, ja, aber natürlich kann ich da nicht mit dem Unterarm arbeiten. Ne? Da muss ich wirklich auf die Basics-Griffe zurückgreifen, weil sonst hänge ich da mit dem halben Rücken auf dem Boden und nach spätestens 2 Minuten schreit mein Lendenwirbel auf. Von Also, daher es ist empfohlen, nochmal möglich. ganz eindeutig. Möglich ist es, Entweder eine ja. Massageliege. Ich meine, du hast selber gesagt, es gibt in einem unserer anderen Gespräche das Warten. Es gibt also viele Massageliegen-Anbieter. Und wenn ihr natürlich jetzt kein professioneller Wellness-Therapeut seid, Masseur seid, dann muss es ja nicht unbedingt gerade eine 5, 6, 7, 800-Euro-Liege sein. Es gibt Nee. ja Liegen im Bereich von, ich sag mal, roundabout 100 € aufwärts. Und wenn ihr das nur ab und zu mal macht oder just for fun, eine Freundin Reichen von die mir hat sich aus, erst eine geholt, weil sie Reiki macht, weil sie sagt, ja. es ist angenehmer für sie, um das Reiki zu geben zum Genau. Beispiel. Also es gibt viele Anwendungsmöglichkeiten. Insofern fühlt euch da wirklich frei, auf dem Markt zu schauen. Gerne könnt ihr euch dann auch nochmal im Nachhinein auch an Tim wenden, ob er euch seinen Hersteller vielleicht nochmal mit weitergibt, damit ihr eine gute Empfehlung habt, was in seinem professionellen Alltag sozusagen funktioniert hat und immer noch funktioniert. Gehe ich mal von aus, dass es noch hält, also Sie, dass also es noch nicht zusammengebrochen ist. die Bilder von den Eventfotos, Ja, das sind ja stimmt. in meiner Liege drauf. Ne? Ja. Und das sind ja die. Ja, genau. Ne? Ich glaube, der Name steht auch da, kann man auch lesen vom Hersteller, was drunter Genau, steht drauf. dann schaut einmal kurz bitte bei Joy entsprechend mit rein und schaut euch da nochmal das direkt an.